Horrorgeschichten zum Einschlafen. Folge unserer Playlist auf allen großen Streaming-Anbietern. Suche dir ein Hörspiel aus, spiel es ab und schlaf gemütlich dazu ein. Oder hör's beim Lernen, Zocken oder Entspannen. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Bis zum Ende des Jahres kommt jeden Tag eine neue Story auf Spotify, Apple Music oder Amazon Music raus. Und einen Tag später auf YouTube. Aber zuerst auf den Streaming-Anbietern. Und jetzt viel Spaß. David, du wunderst dich sicher, dass ich dir einen Brief schreibe, anstatt einfach wie gewohnt alles über WhatsApp zu erklären, was los ist. Das Internet ist nicht sicher, die Telefonleitungen werden abgehört und ich glaube, ich werde überwacht. Von wem? Das weiß ich nicht genau. Das versuche ich gerade noch herauszufinden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du diese Sache für dich behältst. Wirklich, ich meine es absolut ernst. Das hier habe ich bisher noch niemandem erzählt. Deswegen vertraue ich darauf, dass du den Brief sofort vernichtest, sobald du ihn gelesen hast. Ich erinnere mich wieder, endlich erinnere ich mich wieder an den letzten Sommer, an den Campingausflug und Janines Unfall. Oder besser gesagt, Unfall. So wollte die Regierung es aussehen lassen. Ich weiß nicht wieso, aber sie lügen. Die Polizei, die Nachrichten, alle haben sie uns direkt ins Gesicht gelogen. Ich will dir erzählen, was letzten Sommer wirklich mit deiner Schwester passiert ist. Denn ich war der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Am besten fange ich mal ganz vorne an. Eine ganze Woche Urlaub in der schönsten Wildnis Kanadas. Mit Abstand das beste Geschenk, das wir zu unserer Hochzeit bekommen haben. Janine und ich konnten es kaum abwarten. Aber wir waren gerade erst aus dem Flugzeug gestiegen und schon ging die Streiterei wieder los. Um was es ging? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte ihren Koffer in der Hektik zu Hause auf der Treppe vergessen. Janine war außer sich. Sie warf mir alle möglichen Sachen an den Kopf. Ich wäre so ein Idiot. Alles müsste sie alleine machen. Diese Art eben. Ich entschuldigte mich ein paar Mal und dann schwiegen wir für die restliche Fahrt. Ich war echt erleichtert, als wir dann endlich bei dem Ferienhaus ankamen. So eine kleine Holzhütte mit Kaminen und großen Fenstern, durch die man eine wunderbare Aussicht auf das gesamte Tal hatte. Wir richteten uns ein bisschen ein, packten unsere Sachen aus, aber Janine wollte einfach nicht mit mir reden. Es herrschte noch immer dicke Luft. Zum Glück habe ich über die Jahre ein paar Tricks gesammelt und kochte ihr Spaghetti Carbonara, ihr Lieblingsessen. Und tatsächlich, ich sah sie nach diesem langen, anstrengenden Tag endlich wieder lächeln. Die Stimmung besserte sich. Wir verbrachten beinahe den ganzen Tag damit, die Gegend zu erkunden und durch die Berge zu spazieren. Die frische Luft tat uns beiden ganz gut. Wir hatten mit dem Kaffee in letzter Zeit ziemlich viel Stress am Hals. Ich wollte verkaufen, weil ich mir Sorgen um den Umsatz machte. Janine aber gab die Hoffnung nie auf. Sie wollte das Kaffee unbedingt behalten und ließ einfach nicht mit sich reden. Diese Zeit war nicht leicht für uns. Sowas treibt schon mal Paare auseinander. Aber an diesem Tag fühlte es sich so an, als könnten wir all unsere Sorgen einfach mal fallen lassen und uns entspannen. Wir waren nach langer Zeit endlich mal wieder so richtig glücklich. Es fühlte sich fast so an wie damals, als wir frisch verliebt waren. Zumindest zwei Tage lang. Eines Abends kam dann der ganz große Streit. Dagegen war die Sache mit dem Koffer noch gar nichts gewesen. Sie erzählte mir, dass sie schwanger sei. Sie wusste schon eine ganze Weile und hatte mich jetzt in unseren Flitterwochen damit überraschen wollen. Sie hatte wirklich gedacht, ich würde mich freuen. Aber ich tat es nicht. Im Gegenteil. Ich wurde wütend. So wütend, dass wir uns nur kurz darauf gegenseitig anschrien. Denn eigentlich war ein Kind überhaupt gar nicht geplant gewesen. Es war dumm, in unserer derzeitigen finanziellen Lage auch ein Kind in die Welt zu setzen. Das war's, was ich in den Kopf warf. Aber eigentlich, ich bin ehrlich, hatte ich bloß Angst. Ich hatte verdammte Angst davor, Vater zu werden. Vor der Verantwortung, vor den Pflichten. Aber damals war ich noch nicht reif genug. Nicht reif genug, das zu erkennen. Wäre ich es gewesen, wäre Janine nicht davongelaufen. Das machte sie immer, wenn ich laut wurde. Und so auch diesmal. Sie rannte weg. Sofort wurde mir klar, dass ich zu weit gegangen war. Und ich ging ihr hinterher. Ich versuchte, sie einzuholen. Aber sie lief einfach weiter vor mir weg. Immer weiter in den Wald hinein. Die Sonne war gerade dabei, hinter den Bergen zu verschwinden. Es wurde verdammt finster hier draußen. Aber Janine wollte einfach nicht stehen bleiben. Ich hörte ihr schluchzen und wie sie immer wieder zurief, dass ich sie in Ruhe lassen sollte. Aber ich wollte nicht. Ich wollte mich entschuldigen. Ihr sagen, dass ich sie liebe, aber ich verlor sie in der Dunkelheit. Die ganze Nacht verbrachte ich im Wald und suchte nach ihr. Immer wieder rief ich ihren Namen, aber sie war weg. Und meine Stimme gab auch bald auf. Der Ranger fand mich am nächsten Morgen ziellos durch die Wälder streifen. Er brachte mich zurück zur Ferienhütte. Aber auch dort war sie nicht. Janine musste also immer noch da draußen sein. Vermutlich hatte sie sich genauso verlaufen wie ich. Ein Suchtrupp wurde losgeschickt. Ein paar der Ranger und auch ein paar der Leute, die unten im Tal wohnten, halfen bei der Suche. Wir durchstreiften das komplette Gebiet um die Hütte herum, aber Janine blieb noch immer verschwunden.
Man sagte mir, ich solle die Hoffnung nicht so schnell aufgeben. Das käme öfter vor, dass Touristen sich im Wald verliefen. Sie würde schon wieder auftauchen. Und an diese Aussage klammerte ich mich. Gleichzeitig musste ich daran denken, was ihr alles zugestoßen sein konnte. Ich wollte nicht daran denken, aber diese Gedanken wollten sich einfach nicht abstellen lassen. Ich musste daran denken, wie viele Wildtiere es hier gab und dass sie ihnen völlig schutzlos ausgeliefert war. Sie war immerhin ganz alleine da draußen. Ich konnte nicht schlafen. Ich vergaß zu essen, mich zu duschen. Meine Gedanken waren immer bei ihr. Und jeden Tag gingen wir aufs Neue raus und suchten nach ihr. Und jeden Tag aufs Neue kehrten wir erfolglos wieder zurück. Und meine Hoffnung schwand. Janine war jetzt 3 Tage verschollen. Trotzdem ging ich wieder in die Wälder. Ich schrie mich heiser, so oft rief ich ihren Namen. Die meisten nahmen bereits an, dass sie nicht mehr im Leben war. Dass wir nichts weiter als ihre Überreste finden würden. Aber das wollte ich nicht hören. Ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Doch auch an diesem Tag suchten wir vergeblich. Aber gerade als wir uns auf dem Heimweg machten, stieß einer der Ranger zu uns und war völlig außer sich. Seine Augen waren weit aufgerissen. Sein Gesicht war kreidebleich. Der Ranger sah aus, als wäre ihm gerade ein Geist erschienen. Und irgendwie stimmte das ja auch. Er schrie immer wieder, »Ey, ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden!« und gestikulierte dabei wild mit den Armen herum. Wir hatten keine Zeit zu verlieren, also folgten wir ihm, ohne Fragen zu stellen. Er führte uns zum Fuß des Berges, wo wir uns nacheinander durch einen schmalen, unscheinbaren Spalt im Gestein zwängten. Wie oft war ich in den letzten Tagen hier vorbeigekommen? Und wie oft hatte ich diese gottverdammte Höhle übersehen. Aber nicht nur ich, auch meine Helfer schienen überrascht von der Existenz der Höhle zu sein. War sie etwa niemandem zuvor aufgefallen? Wir leuchteten mit unseren Taschenlampen durch den engen Durchgang. Diese eiskalte, feuchte Luft bereitete mir etwas Gänsehaut. Und je weiter wir hineingingen, desto schlimmer malte ich mir aus, wie ich meine geliebte Ehefrau gleich auffinden würde. Meine Angst um sie nagte so furchtbar an mir, dass ich mich kaum noch auf den Beinen halten konnte. »Janine! Schatz, geht's dir gut?« rief ich immer wieder, aber hörte nichts. Keine Antwort, rein gar nichts. Wir gingen noch weiter hinein, und dann erstarrte der Mann, der uns hierher geführt hatte, mit einem Mal und trat ein paar Schritte zurück. Er schüttelte immer wieder den Kopf und zitterte am gesamten Körper. Mit seiner weit ausgestreckten Hand zeigte er ins Innere der Höhle. Wir anderen zwängten uns an ihm vorbei, ich ging voraus. Meine Schritte wurden mit jeder Sekunde schneller und schneller. Ich brauchte Gewissheit. Da war sie. Janine. Und sie atmete. Oh mein Gott, ich war noch nie in meinem Leben so erleichtert gewesen. Das kannst du mir glauben. Sie kauerte hinter einem Stein, doch ich erkannte das Kleid wieder, welches sie getragen hatte, bevor sie verschwunden war. Ich wollte zu ihr gehen, sie fest in den Arm nehmen. Aber noch bevor ich überhaupt eine dieser Dinge getan hatte, hielt einer der Ranger mich auf. Auch er hatte auf einmal diesen verstörten Ausdruck im Gesicht. Genau wie der, der uns gerade den Weg gezeigt hatte. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich brüllte ihn an, er solle mich loslassen und befreite mich schnell aus seinem Griff. Immer wieder rief ich nach Janine und rannte ihr entgegen. Doch nur wenige Sekunden später blieb ich stehen und verstummte. Nun verstand ich, was die Ranger so geängstigt hatte, wovor sie mich zu warnen versucht hatten. Denn als meine Ehefrau auf meine Rufe reagierte und endlich hinter dem Felsen hervorkam, musste ich feststellen, dass sie es nicht war. Es war nicht Janine, die sich nur wenige Meter vor mir aufrichtete und mich unentwegt anstarrte. Das Erste, was ich sah, war dieser Schädel. Ein Totenkopf, der mir anstelle eines Gesichtes entgegenblickte. Und verdammt, dieses enorme Geweih. Die Figur vor mir besaß eine komische Haut. Aus diesem Grund waren ihre dürren, knochigen Glieder in der Dunkelheit kaum sichtbar. Dieses Ding, dieses seltsame Wesen mit dem Hirschschädel, was da gerade vor mir stand. Ich war mir so sicher, dass es da gerade das Sommerkleid meiner Ehefrau trug. Aber wo war Janine? Was hat es mit ihr gemacht? Vor Angst konnte ich mich kaum rühren. Das Blut gefror mir in den Adern, während es mich mit seinem starren Blick gefangen hielt. Und dann fing dieses Ding plötzlich an zu reden. Es dauerte eine Weile, bis ich die Zusammenhänge begriff. Dass es nicht einfach irgendwelche wahllosen Laute waren, die dieses Wesen ausstieß. Es versuchte eindeutig mit uns zu kommunizieren, aber ich verstand es nicht. Jedoch war deutlicher zu hören, wie sehr es litt. Es schien starke Schmerzen zu haben.
Ich wagte einen flüchtigen Blick über die Schulter. Ich dachte, vielleicht würde einer der Ranger wissen, was zu tun war. Aber ich sah dort nur einen Haufen ebenso verängstigter Männer, die sich nicht mehr von der Stelle rührten. Kaum hatte ich den Mut gefasst, mich dem Wesen vor mir von neuem zuzuwenden, da geschah plötzlich etwas, das ich nicht erwartet hatte. Die Stimme meiner Frau ertönte, Janines Stimme. Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass das Monster ihre Stimme hatte. Hungrig, ich bin so hungrig. Diese Worte hatte ich für eine lange Zeit vergessen. Aber seitdem ich angefangen habe, mich an alles zu erinnern, werde ich diese Sätze wohl niemals wieder vergessen können. Diese Worte haben sich in meinen Schädel eingebrannt, denn das, was darauf folgte, war unaussprechlich. Ich war so geschockt, plötzlich Janines Stimme zu hören, dass ich zunächst gar nicht wahrnahm, wie die Männer hinter mir allesamt lauthals die Flucht ergriffen. Erst als ich dieses Ding vor mir mit einem Mal bewegte, einen riesigen Satz nach vorne machte, zuckte ich plötzlich zusammen. Ich hatte Todesangst und wich panisch zur Seite aus, bis ich die kalte Felswand an meinem Rücken spürte. Aber wie sich dann herausstellte, hatte das Monster es gar nicht mehr auf mich abgesehen, sondern peitschte einfach nur an mir vorbei. Ich weiß nicht mehr, ob es bloß der Schock gewesen war, meine Augen mich täuschten, aber dieses Ding bewegte sich so schnell, dass ich mit bloßem Auge kaum hinterherkam. Doch was ich nur zu deutlich sah, waren die Ranger, die nacheinander umgerissen wurden und schließlich reglos auf dem Boden liegen blieben. Völlig ausgeweidet. Die Schreie und das fürchterliche darauf folgende Schmatzen in der Stille werde ich niemals vergessen. Ich stand einfach nur da und sah zu, wie dieses Ding alle umbrachte und ihnen allmählich das Fleisch von den Knochen nagte. Für einen Moment dachte ich, ja, ich hoffte inständig, es hätte mich im Eifer des Gefechts einfach vergessen und mich nicht bemerkt, wenn ich weiterhin wie ein Brett so dastand. Aber das war nicht der Fall. Es schaute mit einem Mal auf und sah mir direkt ins Gesicht. Und zum ersten Mal erkannte ich den Mund, das Gesicht, das sich unter diesem sonderbaren Schädel verbarg. Ja, es war Janine. Es war wirklich Janine. Nun wurde es mir klar, es hatte nicht bloß ihre Stimme. Sie war es. Das war ihr Gesicht dort unter dem Schädel. Langsam sprach sie meinen Namen aus und sah mich mit ihren sanften Augen an. Aber mein Blick lag wie gebannt auf ihrem Mund, auf den spitzen Zähnen, die daraus hervorragten. Auf dem Blut, das von ihren Mundwinkeln ihr Kinn hinunterrann, da waren sie wieder, diese Worte. Hungrig, ich bin so hungrig. Und nach einem riesigen Satz stand Janine auf einmal direkt vor mir. Ihre dürren Finger berührten mein Gesicht. Sie waren eiskalt und ließen mich erschaudern. Ihre langen Krallen bohrten sich allmählich in meine Haut, woraufhin ich panisch zurückwich. Aber ich kam nicht weit, sondern stieß bloß rücklings gegen das Gestein. Ich war in der Falle. Ich stammelte irgendetwas. Ich versuchte, sie mit meiner Stimme zu erreichen und sagte ihr, dass alles in Ordnung kommen würde, dass ich ihr Hilfe holen würde. Ich wusste, dass Janine noch irgendwo in diesem Wesen war, dass dieser Schädel, dieses Geweih, das sie auf dem Kopf trug, nicht alles ausgelöscht haben könnte. Ansonsten hätte sie kurzen Prozess mit mir gemacht, genau wie mit den anderen. Aber das tat sie nicht. Sie kämpfte gegen dieses Ding an, gegen den Drang zu töten. Ich war völlig hilflos und umarmte sie so fest ich konnte, in der Hoffnung, dass sie wieder zur Besinnung kommen würde. Aber wie ich dann feststellen musste, machte es alles nur noch schlimmer. Ich spürte ihren gesamten Körper zucken, immer unkontrollierter, und dann Schmerz. Ich spürte einen unfassbaren Schmerz in meiner Halsbeuge. Janine, oder vielmehr dieses Ding, das nun Besitz von ihr ergriffen hatte, drückte mich von einer Sekunde auf die andere gegen die Felswand und hatte seine messerscharfen Zähne in meine Haut gebohrt. Ich spürte Angst, Panik, Wut, so viel auf einmal. Gleichzeitig versuchte ich mich irgendwie loszureißen, mich zu wehren, irgendetwas, damit nur dieser gottverdammte Schmerz ein Ende hat. Aber ich schaffte es nicht. Den Rest habe ich nur noch vage in Erinnerung. Ich war dabei, das Bewusstsein zu verlieren und spürte, wie irgendetwas Warmes, vermutlich mein eigenes Blut, an mir herunterlief. Aber dann passierte etwas. Ich erinnerte mich an den harten Aufprall mit dem Boden. Daran, dass ich keine Kraft mehr hatte, mich zu bewegen, zu fliehen, obwohl ich vor Todesangst kaum noch atmen konnte. Kurz darauf sah ich Janine, nein, dieses Ding, ebenfalls auf den Boden fallen. Es regte sich nicht mehr, doch ich sah, wie es atmete. Als würde es plötzlich schlafen. Ich wollte wissen, was geschehen war. Wollte zu Janine, wollte Hilfe holen, aber mein Körper war zu schwach. Ich konnte kaum noch meine Augen offen halten. Aber da waren Männer in der Höhle. Sahen aus wie irgendein Sonderkommando.
schwer bewaffnet mit Brustpanzern und Helm und allem drum und dran. Sie blendeten mich mit ihren Taschenlampen. Das ist das Letzte, an das ich mich erinnere. Den Rest kennst du ja schon. Ich habe die Geschichte so oft erzählen müssen. Und so oft habe ich es mir selbst erklären müssen, damit ich sie irgendwann glaubte. Wie etwas, das man aufsagt. So lange, bis es irgendwann erfolgreich im Bewusstsein verankert ist. Ich bin im Krankenhaus wieder aufgewacht und konnte mich an nichts an diesem Tag erinnern. Dort erklärten mir die Polizeibeamten, dass ich und der restliche Suchtrupp für Janine im Wald von einem wütenden Bären überrascht worden wären. Und keiner hätte überlebt. Ich wäre der Einzige gewesen. Ich war gerade noch so mit dem Leben davongekommen, wäre um ein Haar da draußen verblutet, wenn zwei Förster mich nicht zufällig gefunden hätten. Und was Janine anging, man hat ihre Leiche bis zum heutigen Tag nie gefunden. Nicht einmal irgendwelche Überreste. Was seltsam ist, denn die zuständigen Beamten hatten den Fall mit der Aussage, sie sei ebenfalls von den Bären gefressen worden, zu den Akten gelegt. Einfach so. Seltsam. Ja, seltsam. Genau dieses Wort ging mir jedes Mal durch den Kopf, wenn diese Geschichte zur Sprache kam. Irgendetwas stimmte da nicht. Aber ich konnte nicht sagen. Ich konnte nicht sagen, was genau. Ich konnte es einfach nicht erklären. Zumindest nicht mit Worten. Es war eher ein Gefühl in mir. Es fühlte sich einfach falsch an das alles zu glauben. All die Jahre habe ich versucht, mich an den Vorfall zu erinnern. Ich habe täglich meditiert, mich durch diverse Traumatherapien geschleppt. Aber nichts von all dem schien etwas zu bewirken. Ich fiel in ein tieferes Loch, aber nicht deswegen, weil ich meine geliebte Janine verloren hatte. Natürlich trauerte ich um sie, das möchte ich damit nicht sagen, aber ich hatte den tiefen Drang in mir, mich der ganzen Sache richtig zu stellen. Ich wusste, dass ihr irgendetwas zugestoßen war, aber eines stand fest. Es war kein Bär, der sie damals gefunden hatte. Heute weiß ich, etwas anderes hat sie gefunden. Alle belächelten mich bloß und meine Therapeutin verschrieb mir irgendwelche Tabletten. Und ich nahm die Tabletten. Über Monate, Jahre, aber irgendwann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, warum ich nicht mehr genommen habe. Aber seitdem habe ich Albträume. Jede Nacht träume ich von dem Monster in der Höhle. Ich erzählte meiner Therapeutin davon. Sie verschrieb mir eine stärkere Dosis der Tabletten. Ich nahm sie natürlich nicht. Und irgendwann stellte ich fest, das waren gar keine Albträume. Es waren Erinnerungen, die Stück für Stück in mein Gedächtnis zurückkamen. Ich habe angefangen, im Internet zu recherchieren. Ich habe Leute aufgesucht, die von ähnlichen Dingen berichtet haben. Es hilft zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin. Zu wissen, dass ich nicht verrückt bin. David, ich glaube, die Regierung hat da ihre Finger im Spiel. Denn wenn ich meiner Erinnerung trauen kann, dann hat Janine noch geatmet, bevor ich bewusstlos geworden bin. Dann hält die Regierung sie irgendwo versteckt. Irgendwo in einer Zelle, in einem Bunker. Was weiß ich. Die wollen bestimmt nicht, dass das alles publik gemacht wird. Die wollen diese ganze Sache vertuschen, Mann. Letztens standen Leute bei mir vor der Tür. Die sagten, sie hätten eine Genehmigung, mich in eine Psychiatrie einweisen zu lassen. Auch gegen meinen Willen, dass ich eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellte. Zum Glück konnte ich fliehen und halte mich seitdem versteckt. Wenn ich mich nicht täusche, wurde im Radio schon über mich berichtet. Sicher hat die Polizei mit euch allen gesprochen und nach mir gefragt. Ich weiß, wie das alles klingen mag. Aber David, du darfst dir nicht glauben. Die stecken alle unter einer Decke. Polizisten, Ärzte, Reporter, egal. Wenn die rauskriegen, dass ich dich kontaktiert habe, lassen die dich genauso einweisen, wie sie es mit mir vorhaben. Also sei bitte verdammt nochmal vorsichtig. Wenn du das hier gelesen hast, komm morgen Nachmittag um 3 zum Parkplatz hinter deinem Fitnessclub. Ich warte da auf dich und erkläre dir dann alles Weitere. Vertrau mir, ich habe einen Plan. Dein Louis.